Knochenmehl. Ich glaube, ich hocke im Spargel. Hier ist ja eine Stimmung, du. Wie auf dem Zentralfriedhof von Chicago. Mensch, das ist ja... Also, es gibt doch ein Leben vor dem Tode. Ich habe ja vorhin reingeguckt, habe ich noch gedacht, na, ich war skeptisch. Der Einzige, der gut aufgelegt war, war der Telefonhörer, weißt du. Und habe ich noch gedacht, Junge, kauf den Strick, er schießt sich da, wo das Wasser am tiefsten ist. Und jetzt fliegen mir die Suppenhühner von den Augen. Also. Aber Kinder, bevor wir loslegen, habe ich eine Mitteilung für einen Autofahrer. Der Fahrer des Wagens HHLY kann sich heute Abend sinnlos besaufen. Sein Wagen stand im Halteverbot, ist gerade abgeschleppt worden. So, das war das. Ja, Freunde, ich komme ja nur auch gerade aus Flensburg, ich habe oben meinen Führerschein besucht und ja, ich habe mir 3 Punkte für meine gelbe Armbinde geholt und ja, ich hatte ein bisschen Ärger mit der Polizei, weißt du, ich habe da meinen Wagen in der Waschanlage gewendet, das wollten die nicht haben. Und an der Autobahn, da stand so ein Übertyp, weißt du, so, der sah so aus wie die Schwester von Zwerchnase, weißt du, mit dieser... typischen Daumenbewegung, nicht? Können Sie mich mitnehmen? Ich sage, machen Sie mal den Mund auf. Ah! Ich sage weiter, ah! Ich sage noch weiter, sagt er, weiter geht nicht. Ich sage, dann kann ich Sie auch nicht mitnehmen, Sie passen nicht auf meine Anhängerkupplung. So, Freunde, es ist... Freunde, und ich war da, also... Ich meine, Flensburg ist eine Reise wert, also nicht wegen dieser nordischen Freudenamsel da oben, aber... Also Flensburg, eine schöne Stadt, ich war da oben in einem Lokal, also, oh, das war so dunkel. Ehrlich, das war dunkler wie so einem alten Kohlensack, weißt du, also man konnte die Hand nicht in einem Rücken sehen, könnt ihr vorstellen? Nun wollte ich mir ja so ein bisschen den Staub aus den Nebenhöhlen spülen, ich hatte mir einen polnischen Landwein bestellt, das ist ein Wodka mit vorgelutschtem Eis, weißt du, und... Und neben mir, da saß so ein Typ, der setzte sich den Hut noch mit dem Kran auf. Also ihr kennt dies, also ganz, ganz wilder Typ. Ich sag, Sie sind schön braun. Waren Sie in Urlaub? Ja, ich war auf Teneriffa. Ich sag, wo liegt denn das? Da weiß ich, ich bin hingeflogen. Also und, ich sag, wie hat es Ihnen im Urlaub gefallen? Sagt er, toll, ich habe zum ersten Mal an einer Fata Morgana gebadet. Also das war so schön. Ich sag, was machen Sie denn heute Abend hier so? Sagt er, ich feiere den 10. Jahrestag der Machtergreifung durch meine Frau. Und ich sag, Sie haben aber einen Schluck drauf, Mensch. Ja, sagt er, ich war bei den letzten Olympischen Spielen, war ich Meister im einarmigen Reißen in der Viertel-Liter-Klasse. Und ich sag, was machen Sie beruflich so? Sagt er, ich bin Direktor einer Konservenfabrik. Ich sag, ARD oder ZDF? Und sagt er... Sagt er, ich habe beruflich ja schon viel hinter mir. Ich habe meine Zeit lang habe ich Schrauben angezogen, da war ich Modeschöpfer, nicht? Und dann... Dann habe ich im Spielwarengeschäft, habe ich Schaukelpferde eingeritten. Also ich habe schon viel... Eine Zeit lang hatte ich 2000 Leute unter mir. Da war ich Friedhofsgärtner. Also ich habe schon... Nicht? Da war ich Zuchthausdirektor, da hat sie mich fristlos entlassen. Ich habe meine Schwiegermutter gezeigt, wie der elektrische Stuhl funktioniert. Nicht? Also alles... Kinder, der Typ hatte das echt faustdick hinter den abstehenden Löffeln. Also er war ja so vornehm, er sprach durch die Nase, um die Zähne zu schonen. Also ganz vornehm. Ich bin richtig mit ihm ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und ich sagte, ach, die heutige Zeit, sagt er, die heutige Zeit. Zum Beispiel diese Partnerwahl per Computer finde ich ja menschenunwürdig, sagt er. Sagt er, ich habe meine Frau noch ganz normal beim Pokern gewonnen, sagt er. Sagt er, und... Und wissen Sie, meine Frau, über die kann ich ja plaudern, sagt er. Meine Frau, die hat hier irgendwo ein Leck im Chassis. Also die hat irgendwo, der ist mal, also irgendwo eine Nadel aus der Tanne gefallen. Und die hat, ja, die hat sich ja neulich eine Peperoni auf den Fernseher gelegt, damit sie ein scharfes Bild kriegt. Also die hat ja auch, ne, die hat ja immer ein paar leere Flaschen im Kühlschrank. Sie sagt, das kann ja mal ein Gast kommen, der nichts zu trinken haben will. Ne? Und sagt er... Ehrlich. Und sagt er, meine Frau, die hat ja gerade, sagt er, die hat ja gerade eine Diätkuh hinter sich. Also die ist jetzt so mager. Also wenn die ihren Pelzmantel anhat, sieht sie aus wie ein Pfeifenreiniger. Also ehrlich. Die, ja, ehrlich. Meine Frau, sagt er, die hat den schönsten Mund, weit und breit. Also ehrlich, die, ja. Und eine Zunge hat die, die kann Brief zukleben, wenn er schon im Briefkasten ist. Pass auf, es ist ja. Und, pass auf.
Also mir kam echt der Staunemann aus den Augen, nicht? Ich sag, junger Freund, mir schwillt da immer noch eine Frage im Gebeiß. Wissen Sie, spielen Sie eigentlich Golf? Sagt er, ja, mit Begeisterung. Ich sag, würden Sie mit mir auch mal eine Runde spielen? Sagt er, natürlich, ich komm morgen, zwischen 8, Viertel nach 8 bin ich da. Punkt 8 wäre er da. Spielte rechtshändig und gewann. Ich sag, toll, wie Sie spielen. Geben Sie mir eine Revanche? Sagt er, natürlich, morgen, zwischen 8, Viertel nach 8. Punkt 8 war er da, spielte linkshändig, gewann. Ich sag, toll, nach welchen Kriterien, nach welcher Methode spielen Sie? Oh, so, das ist natürlich ganz einfach. Wenn Sie, wenn ich morgens aufwache, nicht, meine Frau liegt auf der linken Seite, spiele ich linkshändig. Liegt sie auf der rechten Seite, spiele ich rechtshändig. Ich sage, und wenn sie auf dem Rücken liegt, sagt er, dann komme ich erst Viertel nach 8. Also, es ist ja. Freunde, ihr habt wieder gemerkt, ich habe heute Abend wieder brillante Reinfälle und ja, also da hat vorhin einer draußen gesagt, der Tipps Asmussen, der hat immer so eine phänomenale Merke. Sag mal, wo hat der eigentlich seine ganzen Einfälle her? So, da weiß ich auch nicht. Ich habe nur gehört, der soll seine Ohren für 1 Million versichern lassen. Also der ist, und also Kinder, nehmt die Prothese raus heute Abend, das Spielbein da vorne, die Hand aus der Tasche. Nicht, fangt an zu denken, macht das Dach auf, nicht? Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen. Nicht? Kinder, und sollte es heute Abend etwas frecher werden, denkt immer daran, Moral ist nur die Schwäche des Gehirns und da ist was dran, glaubt mir das. Nicht? Ja. Aber, Kinder, aber ich muss testen, was wollt ihr hören? Ja, zieht euch die anständigen Sachen, schlaft ihr doch ein. Nicht? Bei den unanständigen Sachen laufen die Frauen raus auf Klo, schreiben sich alles auf. Nicht? Das sind, ja, Kinder. Und, nicht? Aber ich habe mir für heute Abend auch wieder ein paar Sprüche aus den Rippen geleiert. Und zum Beispiel, das Herz vor Freude schneller puckert, wenn man die Frühstückseier zuckert. Oder so. Oder willst du wirkungsvoll verhüten, nimm Melitta Filtertüte. Freunde, ich bin ja nur auch in dem Alter, wo die Frauen Geld vermuten. Und gestern hat mich erst die Brigitte angerufen, obwohl ich die schon 3 Jahre nicht mehr lese. Und ja, ich bin jetzt umgezogen, über mir ist eine Kellerwohnung frei geworden. Und ja, bei uns, Kinder, bei uns ist die Luft ja so sauber. Ich werde jeden Morgen von einer Drossel geweckt, die sitzt auf der Fensterbank und hustet. Also ich springe immer mit den ersten Sonnenstrahlen aus dem Bett. Das liegt daran, weil mein Schlafzimmerfenster nach Westen liegt, weißt du? Und guck mal. Wie mein Nachbar neulich so schön sagt, du zum Frühstück. Ja, da brauche ich immer eine Flasche Whisky, eine Mettwurst und einen Hund. Ich sage, wozu denn den Hund? Ich dachte, einer musste die Mettwurst fressen. Also ehrlich. Also ehrlich. Und mit dem Hund war der neulich in der Kneipe. Und da sagt er zur Wirtin, mein Hund, der ist super intelligent. Also mein Hund, der kann alles, der kann sogar eine Frau glücklich machen. Das glaube ich nicht. Nun nimm mal hier den Putz aus dem Kopf raus, das will ich aber wissen. Die gehen da hinten nach nebenan, die Wirtin entblättert sich. Der Hund regt sich überhaupt nicht. Und ich sage da so, Bello, jetzt zeige ich sie zum letzten Mal. Ja. So. Und da kam neulich in die Kneipe eine rein, du, so eine alte Jungfer, Schattenkabinett im Mund, weißt du. Die hat einen Hals wie so ein Puder nach dem 4. Weihnachtsfeiertag, weißt du. Also, ja, schöner Mantel, katholischer Mufflon, selbst gehäutet, also ein wunderschönes Stück. Also ehrlich. Ja, und auf ihrer Schulter saß so ein bunter Papagei. Und plötzlich mit einem schrillen Hinterhofsopran sagte sie, Jungs, herhören, wer errät, was ich auf der Schulter habe, darf mich einmal umsonst lieben. Da ruft er von hinten, ein Nilpferd. Sagt er, na Kleiner, das will ich gerade noch mal gelten lassen. So, Freunde. Nee, Kinder, das ist ein Typ. Ich sag neulich zu ihm, wie geht's? Sagt er, 2-mal die Woche. Ich sag, nein, ich mein zu Hause. Oder zu Hause geht's überhaupt nicht mehr. Also ehrlich. Also, Kinder, früher hat seine Frau in schwierigen Situationen ja immer gesagt, Schätzchen, das steht ganz bei dir. Heute sagt sie ihm, das hängt ganz von dir, Arthur. Nee, guck mal, ja. Sagt er, meine Frau, die hat ja 100 Meter vom Bett schon Warndreieck aufgestellt. Also,
Sagt er, und deshalb muss ich ja von time to time meine Augen verwöhnen, sagt er nicht. Ich liebe ja auch nur Teenager. Ich sag, warum das denn? Ja, die wissen doch nicht, dass es zum zweiten Mal auch noch geht. Und, sagt er, wir Männer brauchen ja zwei Frauen. Eine dünne, mit der wir angeben, eine dicke, mit der wir uns abgeben, nicht? Und, ja. Also ehrlich, der. Also der läuft jedem Rock nach, du. Der läuft jedem Rock nach. Neulich hat er vom Schotten eine Tracht Prügel gekriegt. Also ehrlich, der ehrlich. Der hat ein Liebesleben, also der hat sich in so vielen Kleiderschränken schon versteckt, der ist mit allen Motten per Du, also ehrlich. Ja! Wenn er nachts im Bett liegt, Gewitter und es blitzt und donnert, springt er aus dem Bett und sagt, ich kauf die Negative. Also ehrlich, das ist... Ja! Wenn er... Dann sitzt er neulich wieder am Tresen und trinkt so ein Schälchen abgelagertes Wasser, weißt du, und sagt sein Nachbar zu ihm, also ich habe im letzten Krieg mit 10 Liter Benzin ein U-Boot versenkt. Sagt er, das ist gar nichts, ich habe im letzten Krieg einen Flieger mit dem Mistgabel runtergeholt. Sagt er, aus der Luft? Nee, von meiner alten. Also bei uns genau... Sagt er, meine Frau hat mir jetzt zum Geburtstag eine Flasche Aftershave geschenkt. Die war ein Quatsch, da rasiere ich mich nur im Gesicht. Ne? Da macht seine Frau neulich am offenen Fenster Freiübung. Sagt er, Alte, zieh die Gardinen zu, so Dingen die Nachbarn, ich hätte dich nur wegen deines Geldes geheiratet. Ne? Also ehrlich, ja, er ist ja ein echter Kavalier, begleitet seine Frau immer mit dem Sonnenschirm beim Rasenmähen. Also da ist er, ja. Da sagt seine Frau neulich, Schatz, ich lese hier in der Zeitung, in Afrika, da gibt es doch wilde Stämme, die verkaufen eine Frau für 50 Mark. Sagt er, das ist ja Wucher. Das ist ein Typ. Und ein unverbesserlicher Optimist geht er neulich aufs Standesamt und fragt, ob sein Ehevertrag verjährt ist. Also nur, also ehrlich. Und seine Frau hat ihn ja neulich mit einer Blondierten in Flagranti im Bett erwischt. Sagt der Schatz, lass dir erklären, das ist eine Anhalterin, die habe ich mitgenommen, weil sie nichts zu essen habe, habe ich ihr ein bisschen aus unserem Kühlschrank gegeben, was wir nicht mehr brauchen. Und dann hatte sie diese ausgelatschten Schuhe an, ne? Und da habe ich ihr ein paar von dir gegeben, die du nicht mehr brauchst, ne? Und dann hat sie so schmutziges T-Shirt, habe ich ihr Bluse von dir gegeben, die du nicht mehr brauchst. Und dann hat sie gefragt, ob es noch irgendwas anderes gibt, was du nicht mehr brauchst, ne? Und, aber es ist ja... Neulich wollte er seinen Vertrauensarzt überlisten, nimmt dieses ominöse Urinröhrchen, lässt erst seine Frau, dann den Hund, dann die Katze. Zum Schluss plätschert er selbst noch was oben drauf, nicht? Der Arzt untersucht diesen Cocktail und sagt, mein lieber Freund, von Ihnen weiß ich jetzt alles. Ihre Frau geht fremd, ihr Hund hat die Staube, ihre Katze kriegt jung und Sie gehen morgen wieder zur Arbeit, du. Das ist ja... Genau. Und sein Arzt, das ist eine echte Kalamität. Also der Arzt hat immer operiert, wird was auf den Tisch kommt. Also der hat ja auch sein... Sein Arzt, der hat goldene Hände, 100 Operationen, hat sich noch nie in den Finger geschnitten, also dein Arzt. Sagt er neulich nach der Untersuchung, Sie haben ja eine Armbanduhr im Magen. Wussten Sie das? Sagt er, ja, das wusste ich. Hatten Sie nie Schwierigkeiten? Doch, sagt er, beim Aufziehen. Also das ist ja... Sagt er, rauchen Sie denn viel? Sagt er, ja, 80 Stück am Tag. Sagt er, um Gottes Willen, da rauchen Sie ja von morgens bis abends. Sagt er, nein, von mittags bis abends. Sagt er, was machen Sie bis mittags? Sagt er, husten, Herr Doktor. Also der hat, genau. Ich sage immer, der hat irgendwo einen Knick im Kragen. Also das liegt daran, der hat mal versucht, in einem Lokal die Drehtür zuzuschlagen. Nicht? Also der... Also Kinder, der sieht nicht nur dämlich aus, also für den ist ein Gehirnschlag ein Schlag ins Leere. Also ja. Kinder, der würde sogar in einer Sauna erfrieren. Also ehrlich, der benutzt seine Rübe ja nur als Hutständer. Ihr kennt das. Also, und mit ihm habe ich Sachen erlebt. Neulich kommt er mit dem Fahrrad an, lässt die Luft hinten aus dem Hinterreifen. Ich sage, warum das denn? Ja, der Sattel ist mir zu hoch. Also nur, ne? Nur solche Sachen. Sagt er zu mir, weißt du eigentlich, woran man englische Flugzeuge erkennt? Ich sag, keine Ahnung, die fliegen links. Also das ist ja, Kinder, das ist ein Typ, da fährt er neulich mit seinem Auto vor Tankstelle, schraubt den Verschluss auf, pinkelt rein, sagt ein anderer, das ist doch nicht normal. Sagt er, nein, das ist super. Es ist ja...
Sagt er, noch nicht so schön zu mir, du, ich arbeite jetzt bei VW in Wolfsburg. Ich sag, am Band, nee, kann frei rumlaufen. Du. Ne? Da sagt seine Frau morgens zu ihm, Schatz, du liegst ja verkehrt rum im Bett. Sagt er, Gott sei Dank, ich hab schon gedacht, ich hätte Kopfschmerzen. Also ehrlich. Und er ist ja wirklich, also er hat es ja hier oben, muss ich also ganz ehrlich sagen. Und bei der Examensprüfung hat der Professor gefragt, junger Freund, sagen Sie mir den großen Franzosen, der General war, später Konsul und dann Kaiser wurde. So, das weiß ich nicht, Herr Professor. Napoleon Bonaparte. Der steht auf, sagt, wo wollen Sie denn hin? Sagt, ich wollte rausgehen, ich dachte, Sie hätten den Nächsten gerufen. Also, der war ein bisschen schwieriger, geht es zu, oder? Nein, 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 Kinder. Kommt er neulich mit dem Kuhflan in der Hand nach Hause, sagt zu seiner Frau, du Alte, du guck dir an, wohin ich eben reingetreten bin. Also ehrlich, nur... Er kauft sich auch nur runde Suppenwürfel, weil er die eckigen so schlecht runterkriegt. Also das ist ja... Was der alles schon gemacht hat, der hat sogar beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen. 100 Mal in die Box, einmal wegen Reifenwechsel, 199 Mal, um nach dem Weg zu fragen. Also ehrlich, er ist... Der hängt da neulich an der Schranke, oben. Sagt der Werder, was machen Sie denn da oben? Sagt er, ich messe die Schranke. Ja, das können Sie doch besser, wenn sie unten ist. Nein, ich brauche die Höhe, nicht die Breite mit. Also es ist ja... Das ist, genau. Das ist ein ganz verrückter, also ein Typ, der spielt mit Rouladen-Jojo. Also so ein Typ ist das. Neulich ist ein Juweliergeschäft ausgeraubt worden. Und da sagt der Richter zu ihm, Zeuge, Sie haben den Überfall da beobachtet, schildern Sie den Vorgang. Ja, sagt der Richter, das war so, da fuhr so ein Lieferwagen vor und da stieg ein Elefant aus. Ne? Und der rammte seinen Schädel in das Schaufensterfenster, räumte mit dem Rüssel alles aus, rein in den Wagen, weg war er. Ja, haben Sie den denn erkannt? War das so ein indischer Elefant mit so kleinen Ohren oder so ein großer afrikanischer Elefant mit so riesigen Lappen? So, das konnte ich nicht erkennen, Herr Richter, der hatte eine Pudelmütze auf. Ne? Und gibt es nicht verrückte Sachen, Kinder? Ach ja, da kommt er neulich in seine Kneipe und sagt zum Wirt, Paul, gib mir mal eine Mark, ich muss mir ein paar Zigaretten ziehen. Sagt er, hier hast du eine Mark, aber geht da vor, das ist wieder um, das ist meine letzte. Na, da gehen in den Automaten, sagt, die ist ja krumm, die geht ja gar nicht rein, sagt, da kann ich helfen, war meine letzte. Aber wenn du unbedingt rauchen musst, dann geh nach nebenan zum Schmied, der haut dir die breit. Der kommt nach 5 Minuten wieder, sagt er, gib mir mal 20 Pfennig. Sagt er, wofür das denn? Ja, das Breitklopf kostet 1,20 Mark. Also es ist ja... Ach ja, sagt er neulich so schön, also ich fahre ja am liebsten mit der Bundesbahn, ne? Ich sag, ja, du hast ja auch so verbummelte Züge, nicht? Nein, sagt er, weil die alles haben. Die haben ja alles. Die haben Speisewagen, kannst du speisen. Am Schlafwagen kannst du schlafen. Die haben Triebwagen, sagt er, die haben ja alles. Und, pass auf, und seine... Ja, und seine Frau und seine Großmutter haben mich ja mal zum Bahnhof gebracht. Und sagt seine Frau, Schatz, jetzt fährst du so lange und so weit weg, ich habe überhaupt kein Foto von dir. Und dann sagt er, ich habe nur eins, aber das kann ich dir nicht geben, das haben wir damals auch auf Sylt am Nacktbadestrand aufgenommen. Sagt sie, gib mir doch die obere Hälfte. Na, da reißt das durch, gib mir die obere Hälfte, sagt die Oma, so, und für deine Großmutter hast du kein Foto? Na, denkt er, die Alte kann sowieso schlecht gucken. Der gibst du einfach die untere Hälfte, ne? Oma guckt sie dann an und sagt, ja, ja, genau wie Opa, immer unrasiert und der Schlips hängt schief. Kinder, er gibt ja seinen Kindern noch immer Knoblauch zu essen, nicht? Damit er sie auch im Dunkeln finden kann. Und hat er neulich zu seinem Sohn gesagt, du, nicht an den Nägeln kauen, bei der Venus von Milo hat es auch so angefangen. Nicht? Und ja, da hat er mal zu seinem Sohn gesagt, hör mal zu, Sonny Boy, ich werde dir jetzt die Bedeutung der Finger erklären. Pass auf, das ist der Daumen. Den wirst du später mal brauchen zum Geld zählen. Das ist der Zeigefinger, der ist auch wichtig, damit teilst du die Arbeit ein. Du machst das, du machst das, du machst das. Der Mittelfinger, das ist der Damenfinger. Das ist der Ringfinger. Das ist der Ringfinger, da haust du die großen Klunker drauf, wenn du viel Geld verdient hast. Und das ist der Kleine zum Kratzen, Nase, Ohr und so weiter. Ja, sagt der Papa, das ist mir alles klar, das läutet mir alles ein, aber mit dem Damenfinger. Wie ist das zu verstehen? Sagt er, mein Junge, ich werde es dir in Ruhe erklären. Pass auf. Du wirst in die Jahre kommen, da wirst du ein junges Mädchen kennenlernen. Ihr werdet euch sehr mögen, sehr lieben und wie es der Lauf der Welt wird, ihr werdet irgendwann im Bett landen.
Hinterher wird sie sagen, Schatz, es war sehr schön. Es war so schön mit dir. Wirst du mich auch heiraten? Dann nimmst du den Mittelfinger, tippst dir gegen die Stirn und sagst, ich bin doch nicht verrückt, Mensch. Ihr habt Böses geahnt, ne? Da hat der Kleine mal in der Schule gesessen, sagte die Lehrerin, zum Schulbeginn, Kinderchen, ein Rätsel ist. Grau, groß, hat vier Beine, ein Rüssel, was ist das? Ein Elefant, Verlehrerin. Richtig, Fritzchen, Verlehrerin, darf ich Ihnen auch mal ein Rätsel aufgeben? Schieß los, Fritzchen, Verlehrerin ist grün, hat vier Beine und 27 Federn, was ist das? Sagt sie, weiß ich nicht, aber Fritzchen, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendetwas sowas mit Vögeln zu tun hat. Richtig, das ist nämlich unsere Couch. Da hat man der Lehrer gesagt, Kinderchen, was ist euch das Liebste auf der Welt? Du hier vorne, sagte meine Mami. Fein, für dich, mein Fußballerlehrer, auch schön, Fritzchen, für dich. Ach, Herr Lehrer, wenn Sie mich so direkt fragen, ich würde sagen, ein schönes, nacktes, junges Mädchen. Sag mal, hör mal zu, du lause Bengel, du bist erst 8 Jahre alt. Gib mal dein Heft her. Ich werde etwas hineinschreiben, das wirst du von deinem Vater unterzeichnen lassen. Morgen erzählst du mir, was er dazu gesagt hat. Da kommt am nächsten Tag, was hat dein Vater gesagt? Ach, Herr Lehrer, ich möchte es Ihnen kurz schildern. Wir haben uns in den Salon gesetzt, der Vater hat das Schreiben gelesen, wir haben uns einen Mocker eingeschenkt, wir haben darüber diskutiert. Wir haben uns eine dunkle Havanna angezündet. Wir haben weiter diskutiert. Wir haben uns einen Scotch eingeschenkt, on the rocks, mit etwas Soda, wir haben weiter diskutiert. Herr Lehrer, wir sind zu dem Schluss gekommen, Sie müssen schwul sein. Freunde, ich sage jetzt erstmal NZD nichts zu danken. Bis zur zweiten Halbzeit verabschiede ich mich mit dem Morgengebet einer Frühreifen. Frühmorgens, wenn die Sonne scheint, die Vöglein fangen an zu fliegen. Mama steht nach den Vögeln auf, Papa bleibt noch liegen. So, Freunde. Danke. So, ich habe eben schnell hinten noch den Schnarchemann gemacht. Ich habe eine satte Wimper gepofft, sagt man ja heute. Ich habe da meinen Kaffee getrunken. Ich sage zum Wirt, wo ist der denn her? Sagt er, aus Brasilien. Ich sage, toll, und dann noch so heiß. Also, aber ihr merkt, der Wirt hat das Licht gelöscht. Er sagt immer, wo viel Licht ist, ist auch eine hohe Rechnung. Aber ich finde es schön, man kann das heute Abend mal sagen, Kinder, dass wir Elektrizität haben. Das ist ja, sonst müssen wir, sag mal ruhig, sonst müssen wir also bei Kerzen nicht fernsehen. Ist doch so, oder nicht? Ja, ne? So, ich habe aber trotzdem noch eine sehr ernste Durchsage. Der Fahrer des offenen Mercedes-Cabriolets mit den schweinsledernen Sitzen möchte dringend rauskommen. Eine verirrte Wildsau vernascht gerade den Beifahrersitz. So, das war das. Aber ihr merkt, ein Triumph jagt bei mir den zweiten. Und also ich möchte mich küssen manchmal, also ehrlich. Nein, ich habe gute Laune heute. Ihr merkt es, meine Fräulein Mutter ist gestern eingesegnet worden und ich war ja heute, ich war heute Nachmittag in einer gemischten Sauna, also war sehr nett. Ich kam da rein, da lacht eine Blondierte, also oh, eine von den Frauen, also die für einen Nerzmantel alles tun und nachher kriegen sie nicht mehr zu, weißt du? Kinder, meine entzündete Netzhaut meldete mir sofort, Junge, der soll das auch mal von hinten durch die Arme greifen. Ich habe mich vorgestellt, sage, gestatten Sie, mein Name ist Fips Asmussen, sagt sie, angenehm, Adelheid Meier. Ich sage, das freut mich, sagt sie, das sieht man. So. Kinder. Also ihr merkt daran, man sollte unseren Damen häufiger mal das Höfchen machen. Das ist wichtig. Ich habe ja eben in der Tropfsteinhöhle noch schnell mit der Toilettenbaumbauworte gewechselt. Sagt sie, Fips, so vorm Auftritt, bist du immer nervös und zerstreut? Ich sag, überhaupt nicht. Ja, warum bist du dann auf der Damentoilette? Ich sag, Mädel, mal eine andere Frage.
warum sind hier auf der Damentoilette viel mehr Sprüche an den Wänden als auf der Herrentoilette? Ja, sagt sie, das liegt daran, weil die Damen ja beide Hände frei haben. Also es... Also die Frau... Die Frau ist wirklich eine Nette. Neulich wurde sie angehalten, sagt der Polizist, aber gnädige Frau, mit 80 durch die Stadt, sagt die Wachtmeisterin, ist doch nur der Hut, der mich so alt macht. Es ist ja, komm mal, die Frau... Die Frau hat ja auch alles, nicht? Die hat also Rheuma unter den Lamellen, Lidschatten an den Hühneraugen, also die hat alles. Die hat, also wenn die Schweizer Käse ist, kann sie durch die Löcher weiterreden. Also die ist, ja, verwendet ja auch das Intimspray der Ostfriesen, Paral, also sie ist wirklich eine Nette, hat immer ein bisschen... Die hat ja, Kinder, die hat ja auch immer ein bisschen Heimtücke im Blick. Also ich, deshalb kenne ich sie eigentlich nur vom Wegsehen. Sie sieht also immer so aus wie so ein zertretenes Sparschwein. Ich sage neulich zu ihr, Mädel, du bist eigentlich steinreich. Aussehen tust du immer wie eine Konkursmasse. Also ehrlich, das ist... Ja. Ach, sagt sie, mein lieber Freund, sagt sie, ich bin sowas von Parterre mit den Nerven im Moment. Ich sage, Mädel, hör auf, mir die Flügel zu schlagen. Nicht? Also lass mal hier schön was aus den grauen Zellen entweichen. Was ist los? Du bist geschafft, du bist gestresst. Hast du deine Handtasche aufgeräumt oder was ist los? Ne? Sagt sie, nein, ich habe meinen Mann angesteckt. Ich sag, Grippe, nein, Streichhölzer. Sagt sie, und deshalb war ich heute Nachmittag einem Beerdigungsinstitut und habe gesagt, mein Mann wünschte sich zu Lebzeiten immer ein Seemannsgrab. Aber ich habe leider nur 500 Mark. Oh, sagt der Bestattungsunternehmer, kein Problem, gnädige Frau, für den Betrag spülen wir die Toilette runter, allerdings ohne Musik. Genau. Ich sage, Mädel, nimm es nicht so tragisch, nimm den Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Nicht? Es ist doch so, ich sage, wenn jemand gestorben ist, ist es noch kein Beweis dafür, dass er auch gelebt hat. Und da ist was dran, Kinder. Aber sie ist intelligent, weiß alles, sagt immer, Kuli ist gut, Kohl ist besser, sagt sie immer. Nicht? Und die hat ja Ahnung. Sie sagt, also Politiker, sagt sie, sind mir immer am liebsten auf Wahlplakaten. Ja, sagt sie, tragbar, geräuschlos, leicht zu entfernen. Nicht? Sagt sie so schön zu mir. Fips, sagt sie, ich habe mal eine ganz indiskrete Frage. Mit wem ist eigentlich damals dieser Rainer Barzel gegangen? Ich sage, wieso mit wem? Ja, unser Bundeskanzler hat doch gesagt, mit Rainer Barzel ging einer unserer besten Politiker. Unser Bundeskanzler hat ja auch in Bonn einen Spitznamen, Nat King Cole, und der ist... Und der Bundeskanzler, der war jetzt an der französischen Grenze, ohne Pass, hat der Zöllner gesagt, so kommen Sie hier nicht durch. Hören Sie mal zu, ich bin der Bundeskanzler, Helmut Kohl von der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ohne Pass lasse ich Sie nicht durch. Ja, sagt er, wenn Sie irgendwas Typisches machen könnten, dann könnte ich Sie wohl durchlassen. Neulich war der Mario Simmel hier. Nicht? Den haben wir ein Bleistift gegeben, ein Stück Papier, Kurzkrimi geschrieben. Das war typisch für den, haben wir ihn durchgelassen. Dann war Uwe Seeler hier, ohne Pass, Ball in die Hand gegeben, hat ein bisschen gekickt, ohne Pass, durch. War typisch für den. War Heino hier, der haben wir eine Gitarre gegeben, hat ein bisschen schwarze Barbara und so. Ne? Hat geklimpert. Das war typisch für den haben wir durchgelassen. Ja, sagt Helmut, ich kann ja nichts, das ist typisch, dann gehen Sie mal durch. Das Schöne daran ist ja, er soll über seine Späße selbst lachen. Und das hat Heinrich Lübbiger damals auch getan. Und er kam ja neulich aus England zurück, von der Maggie Thatcher, ne? Und nicht Fletcher, Margaret Thatcher. Und da hat seine Frau Hannelore gesagt, Helmut, hast du mir ein paar Mix-Pickles mitgebracht? Da tut mir leid, mein Schatz, ich wusste nicht, wie die Dinger auf Englisch heißen müssen. Da gibt es ja die herrliche Geschichte, wie Helmut Kohl in den Himmel kommt. Nicht ganz realistisch. Da sagt Petrus, Sie kommen zu der Müllabfuhr. Sag ich, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, natürlich. Sagt er, was macht denn der Ronald Reagan hier? Sagt er, der ist als Schallbursche hier beschäftigt. Ja, und die Margaret Thatcher, die ist bei den Putzfrauen. Sagt, um Gottes Willen kann man da überhaupt nichts dran ändern. Nicht so lange Franz Josef in der Schreibstube sitzt. Der Strauß, Kinder.
Der Strauß hat ja mal gesagt, Herr Bundeskanzler, haben Sie eine Minute Zeit für mich? So, der Herr Kollege, für Sie immer. Gut, dann erzählen Sie mir mal alles, was Sie über Politik wissen. So, und genau. Zum Beispiel unser Altbundeskanzler, der wurde mal von einem Journalisten gefragt, sagen Sie, Herr Schmidt, warum waren Sie eigentlich nicht auf dem letzten Bundesparteitag der SPD? Sagt er, wenn ich gewusst hätte, dass er der Letzte ist, wäre ich bestimmt gekommen. Du. Das ist, ne? In Bonn ist jetzt eine geheime Mitteilung herausgekommen. Wer ein neues Mitglied wird, braucht ein Jahr keinen Beitrag zu bezahlen. Wer zwei neue Mitglieder wirbt, darf aus der Partei austreten. Wer drei neue Mitglieder wirbt, kriegt eine Bescheinigung, dass er nie bei den Grünen war. Also das ist, guck mal, das ist, ja natürlich, die Grünen, auch ein Thema, die haben in Bonn auch einen Spitznamen, Schnittlauchpartei. Ja, außen Grünen, innen hohl und treten nur gebündelt auf. Also es ist ja... Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, der Papst nimmt ja auch an allen Sitzungen der Bonner Ministerrunde teil. Ja, er will sein Versprechen einlösen, immer da zu sein, wo das Elend am größten ist. Und ja, der Papst geht wieder auf Weltreise, er will sogar den Vatikan besuchen. Und ja, der Papst hat mal gesagt, an Jesus kommt keiner vorbei, außer Rummenigge. Und er ist ja, Kinder, es ist ja... Kinder, ich sage es immer, Kinder, unsere Welt ist rund und bunt. Man braucht immer nur voll ins Leben zu greifen, was? Du unterhalten sich ein Amerikaner, ein Franzose, ein Deutscher, sagt der Ami, we are in America, wir können unsere Frauen mit beiden Händen um die Taille greifen. Nicht, weil wir so große Hände haben, nein, weil unsere Frauen so schlanke Taillen haben. Sagt der Franzose, nun, Monsieur, wie in Frankreich, bei uns können die Frauen beim Reiten mitlaufen. Nicht, weil wir so kleine Pferde haben, nein, weil unsere Frauen so schöne, schlanke, lange Beine haben. Sagt der Deutsche, alles Käse, was ihr erzählt, wenn wir morgens zur Arbeit gehen, ne, wir klopfen unserer Frau mit der Nackenhand auf den Hintern, ne, dass er richtig wackelt. Und wenn wir wiederkommen, wackelt er immer noch. Ne? Ja, nicht weil die so einen großen Hintern haben, nein, weil wir so eine kurze Arbeitszeit haben. Ne? Kinder. Kinder. Seien wir ehrlich, das ist alles unsere Zeit, Kinder. Und überall wird heute demonstriert. In Frankfurt demonstrieren die immer noch gegen die Startbahn West. In Ost-Berlin können sie so ein Ding gut gebrauchen. Ne? Es ist, ja. Ne? Ne? In Ost-Berlin auf der Parteiversammlung der SED, da verkündete Honecker Großhals, meine Freunde, Genossen, soeben sind die Russen auf dem Mars gelandet. Ruft einer von hinten, alle? Genau. In Moskau gibt es sogar schon Pornofilme. Lenin ohne Mütze. Da ist immer, ja, natürlich, genau. Da sagt in Moskau die eine Frau zur anderen, mein Mann ist im Bett wie Lenin. Sagt sie so treu, aktiv und erfinderungsreich? Nein, so tot, Mensch. Es ist, Kinder. Kennt ihr eigentlich die drei wichtigsten Tagungsordnungspunkte der obersten Sowjets? Erstens, Reintragen des Generalsekretärs und der Präsidiumsmitglieder. Zweitens, Verteilen der Herzschrittmacher und anschließend der Sauerstoffgeräte. Drittens, Absingen des Pionierliedes, wir sind die junge Generation. Du, weißt du's, ne? Kinder. Da treffen sich drei Hunde, ein polnischer, ein russischer und ein deutscher. Sagt der Deutsche, immer wenn ich belle, kriege ich Fleisch. Sagt der polnische, was ist Fleisch? Sagt der russische, was ist bellen? Es ist doch, Kinder, ne? Das ist, ne? Ne? Da sagt die eine polnische ganz zur anderen, du freust dich ja so. Ja, ich bin Weihnachten im Westen. Das ist, genau. Kinder. Da sagt ein Engländer zu einem Russen, für Geschäftsreise nehme ich meinen Rolls Royce. Zum Einkaufen nehme ich meinen Mini Cooper. Und ins Ausland nehme ich meinen Jaguar.
Sagt der Russe, ich nehme, also ich fahre immer Moskvitsch und zum Einkaufen nehme ich Traktor. So, und warum fahren Sie ins Ausland? Sagt er, nur mit Panzer. Das ist, ne? Scherz, lass nach, Kinder. Nein, nein, Kinder, dafür ist das Leben zu kurz. Also, wie heißt es immer so schön, lieber in Hamburg frei rumlaufen als in Hannover an der Leine. Und es ist, Kinder. Es ist. Kinder. Es ist. Ich erzähle, was heute alles passiert. Abtreibung muss schon ins Stammbuch eingetragen werden. Als entfernte Verwandte. Ja, das muss man wissen, Kinder. Die AOK verteilt Rucksäcke für Wandernieren. Ne? Im fernen Orient streiken die Eunuchen, die wollen ihre Sachen wieder haben. Ne? Ist doch verrückt, Kinder! Doch teilweise paradox. Wisst ihr, was paradox ist? Wenn zwei Eunuchen sich in der Sackgasse treffen und einer zum anderen sagt, ei, ei, wie steht's? Ne? Was heute? Ne? Ne? Was heute überall passiert, Kinder. Chemische Reinigungen nehmen schon Lebensmittel entgegen. Also was heute überall. Ich hab den neulich gelesen, einer von der Zugspitze gestürzt. Was ein Quatsch, du selbst schuld, was macht der vorne auf der Lokomotive? Ne? Habt ihr heute Morgen in der Zeitung gelesen? Mitten auf der Reeperbahn hat ein Sarg gestanden, hat die Polizei nicht aufgekriegt, da waren Zuhälter drin. Also nur. Ne? Guck mal. Guck mal, mein Schlachter zum Beispiel, der bindet die Würstchen immer vorne und hinten zu, damit keine Trichinen reinkommen. Also der, ja, kenne, was heute alles passiert. Schlagersänger, deren Stimme reicht nicht mal fürs Ballett heute, gibt es. Nicht? Die Tänzerinnen beim Fernsehen, die haben alle Abitur, die tanzen in drei Sprachen. Ich meine, was es alles gibt, nicht? Nicht? Wenn heute ein Mädchen schwanger ist, sagt der Doktor nicht mehr, sie kriegen ein Baby. Nein, sie kommen in eine günstigere Steuerklasse. Babys sagen doch nicht als erstes Mama, die sagen doch Bezugsperson. Nee, das ist, ja natürlich, da liegen doch zwei Babys in der Klinik. Das eine, ich bin Junge, glaube ich nicht. Doch, warte, bis die Schwester raus ist. Ich kann es dir zeigen. Kaum ist die Schwester raus, wird der Gewächs, sagt, guck, hellblaue Söckchen. Also das ist ja, genau. Ja, pass auf, da hat er kleinen Brüderchen bekommen und da sagt die Lehrerin vor versammelter Klasse, sag mal, wie ist das eigentlich möglich? Dein Vater ist doch schon seit einem Jahr in Amerika, sagt er, ja, aber meiner Mami schreibt ja jede Woche, ruft einer von hinten, der muss aber Langfüller haben. Genau. Eine junge Frau trifft einen jungen Mann. Und sagt, aber Herbert, warum grüßt du mich denn nicht? Wieso, warum sollte ich grüßen? Ich bin doch deine Mutter. Du bist meine Mutter? Ja, ich habe mich liften lassen, ich habe mich verjüngen lassen. Ich bin nicht mehr 60, ich bin jetzt 30. Also Sohn, wer ist der kleine Junge an deiner Hand? Das ist Vater, den haben sie versaut. Genau. Genau. Es ist unsere Zeit, weißt? Für manche Leute beginnt die Einbalsamierung doch schon zu leben, wenn wir ehrlich sind. Das nennt man Kosmetik und das, ja, Kinder. Für manche Leute ist ein Sarg eine Anschaffung fürs ganze Leben und das ist. Wisst ihr, was alternatives Sterben ist? Sich sein eigenes Grab schaufelt. Guck mal, das ist alles ein bisschen. Das ist ein heißes Thema, ne? Wie sich zwei Cowboys treffen, sagt einer, wie geht's deiner Familie? Sagt er, gut. Und Opa ist tot. Wie rum? Der stand immer so rum, da haben wir ihn umgelegt. Also es ist ja, Kinder. Ist doch zauberhaft. Wie der Chirurg nach der Operation sagt, mein lieber Freund, ich habe eine gute, eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Na, die schlechte. Bedauerlicherweise, wir haben Ihr gesundes Bein amputiert. Sagt, um Gottes Willen. Und die gute? Ja, Ihr krankes Bein kann geheilt werden. Es ist ja. Ne? Wie der Delinquent zum Henker sagt, dieser Föhn bereitet mir wahnsinnige Kopfschmerzen, sagt der Henker, gegen den Föhn kann ich nichts machen, aber gegen ihre Kopfschmerzen, da habe ich. Ne? Da sagt der eine, wie groß sind Sie? Sagt der 1,78. Wie schwer sind Sie? 75 Kilo. Sagt aber Doktor, das steht doch alles in meiner Kartei. Sagt er, ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner. Also es ist ja.
Ich sage, Kinder, das ist Humor schwärzer als meine Füße. Oder denk zum Beispiel an die Geschichte. Treffen sich zwei Seeleute. Sagt der eine, wie geht's? Sagt er, so schlecht. Ich habe meine Hand verloren. Sagt er, ja, ich sehe das. Das ist ja grausam. Wie ist passiert? Sagt der Arbeitsunfall am Schiff. Du. Aber du siehst, dufte Prothese. Du. Sauber gearbeitet, Scharnier dran, weißt du. Vorne so ein Fleischerhaken, kann wunderbar wieder zupacken, bin voll im Einsatz. Du. Ein Jahr später treffen sich die wieder, da humpelt der, sagt er, wie geht's, hat er schlecht, ich hab ein Bein verloren, ja, ich sehe das, wie ist passiert, sagt er, Arbeitsunfall auf dem Schiff, so schlimm, du, aber dufte Prothese, Mahagoni gearbeitet, du, goldene Scharniere, du, bin wunderbar wieder jetzt, bin richtig, also ein Jahr später treffen sich wieder, da trägt er hier so eine schwarze Augenbinde, sagt er, um Gottes Willen hast du ein Auge verloren, sagt er, ja, sagt er, wie ist passiert, Arbeitsunfall auf dem Schiff, sagt er, nee, hat mir eine Möwe reingeschissen. Sagt er, doch, verliert man ein Auge? Sagt er, nee, ich wollte das rauswischen, hab die verkehrte Hand genommen. Kinder! Ne? Da sagt doch einer zu seinem Hausarzt, wissen Sie, Herr Doktor, ich bin voll überarbeitet, gestresst, ich zitter am ganzen Körper, wissen Sie. Ich krieg keine Nacht mehr ein Auge zu. Immer wenn ich abends schlafen gehen will, dann muss das Bett gucken, liegt da ein Krokodil, nicht? Und dann krieg ich kein Auge, ich bin vollkommen flattig. Warte, passen Sie mal auf, das kenne ich, das sind Halluzinationen. Ich gebe Ihnen mal ein Medikament, wollen Sie mal sehen, nach 14 Tagen ist das weg. Der kommt nach 14 Tagen wieder, tiefe Ränder in den Augen. Ich sage, Herr Doktor, ich werde jeden Abend muss ich unter das Bett gucken, liegt da ein Krokodil. Ich kann nicht einschlafen, ich krieg keine Nacht, ich bin vollkommen am Boden. Also ich bin sowas von. Pass auf, wir verdoppeln mal die Dosis und eine Bitte. Nicht mehr an das Krokodil denken. Das ist so wichtig. Nicht mehr, dann geht das schon alles weg. Ne? Naja, es vergehen 4-6 Wochen. Der Doktor macht mal Hausbesuche. Kommt an das Haus und sagt, ja, kannst du den Patienten dann immer besuchen, glaube ich. Ne? Wie es ihm geht. Trifft auf dem Flur. Da die Nachbarin, die sagt, ach, Sie wollen zu Herrn Lerchenmeier, nicht? Der ist doch schon 14 Tage tot. Ja, sagt er, woran ist der denn gestorben? Ja, den hat ein Krokodil gefressen. Kinder, ne? Es ist immer noch ein bisschen schwarz, wisst? Wie der eine zu seinem Arzt kommt und sagt, Doktor, ich möchte gerne Ostfriese werden. Ist das möglich? Ja, sagt er, das ist nur eine Bedingung, da muss ich Ihnen also 50% Ihres Gehirns wegoperieren. Brauche Ihre Unterschrift, alles genehmigt, die Operation läuft, nicht? Der wacht aus der Narkose auf, nicht? Sagt der Doktor, ich muss Ihnen eine bedauerliche Mitteilung machen. Wir haben ihn nicht 50%, sondern 90% des Gehirns wegoperiert. Sagt er, ja, mei, das macht voll gar nichts. Kinder, ich habe mir sagen lassen, die Ostfriesen gehen ja alle so krumm, weil früher die Bayern auf ihnen zur Arbeit geritten sind. Und da sitzen zwei Ostfriesen vor der Waschmaschine. Sagt der eine, hat das Spiel schon angefangen? Nein, sie waschen noch die Trikots. Wisst ihr, Kinder? Wisst ihr, warum die Ostfriesen immer nur eine Halbzeit Fußball spielen? Weil sie nicht wissen, wie man das Spielfeld umdreht. Wenn die Ostfriesen Schweißfüße haben, geben sie ja zwei Krankenscheine ab. Also ehrlich, das machen sie. Ja. Sagt der eine zum anderen, du, die Straßenbahn muss gleich kommen. Sagt er, woher weißt du das? Und ja, die Schienen liegen doch schon. Also das ist ja... Ne? Da lehnen zwei Ostfriesen über so ein Brückengeländer und gucken unten in die Elbe. Nach einer halben Stunde sagt der eine, du, jetzt lass mich mal in die Mitte. Also es ist ja... Kinder. Ich komme neulich in Ostfriesland, ein Lokal, und sage zum Kellner, ich möchte gerne etwas essen. Sagt er, tut mir leid, meine Herren, die Mülleimer werden jetzt in einer Stunde rausgestellt. Es ist ja... Da wollten mal aus der Disco oben in Ostfriesland dabei, Aurich, da wollten zwei Ostfriesen... In der kalten Jahreszeit, du bei Eis und Schnee nach Hause fahren mit dem Moped. Und da sagt der Vordermann, der Fahrer, pass mal auf, damit du dich nicht verkühlst. Da ziehst du deinen Mantel einfach verkehrt rum an, knöpfst ihn hinten zu. Ne? Na, gemacht, getan, die fahren los in der nächsten Kurve, saust er voll in Schnee. Nach 5 Minuten merkt er das, dreht um, merkt, dass sein Sozius nicht mehr da ist. Und da stellt eine Traube von Menschen, der sagt zu einem Ostfriesen, was ist denn hier passiert, ist der tot? Ja, der ist weggeblieben, der ist über den Jordan. Ne?
Ja, der ist nicht mehr. Ne? Im Anfang sah es gut aus, da hat er noch geröchelt. Ne, aber dann haben wir gesehen, dass sein Gesicht nach hinten zeigte und da haben wir den Kopf rumgedreht. Ne? Und dabei ist er weggeblieben. Ne? Zauberhaft, Kinder, zauberhafte Geschichte. Denkt an die beiden Ostfriesen, die in ein Schuhgeschäft gehen. Und die sagen zum Verkäufer, sagen Sie, was kostet bei Ihnen hier eigentlich so ein paar Krokoschuhe? Krokodil. 300 Mark. Oh, sagt einer, das ist teuer, nicht? Dafür wollen wir lieber unten nach Afrika annähen und fangen uns selbst so ein paar Dinger, weißt du? Ein paar Krokodile, ne, das ist ja weitaus billiger. Na, die fahren nach Afrika, sitzen am Nil, fischen ein Krokodil nach dem anderen raus. Ne? 20 Stück haben sie schon oben. Ne? Sagt der eine zum anderen, du, eins fangen wir noch, wenn das wieder keine Schuhe anhat, dann fahren wir nach Hause. Du. Ich sage immer wieder, das ist einfach unsere Zeit. Ihr merkt, ich habe wieder voll ins Leben gegriffen und es passieren einfach diese Sachen, Kinder. Wie ich neulich noch beim HSV war, es war mal wieder knackig voll, weißt du. Ich stand so unter 16.000, weißt du, in der Westkurve oben und plötzlich fängt das an zu kneifen. Kennt ihr das Gefühl? Ich sage zu meinem Nachbarn, lassen Sie mich schnell mal durch, da gibt es keine Toiletten. Ich sage, natürlich steht doch da dran 0-0, sagt er, nein, das ist das Halbzeitergebnis. Sagt aber, wenn Sie das wirklich nicht mehr halten können, dann machen Sie einfach Ihrem Vordermann in die Tasche. Ich sag, wenn der das merkt, sagt er, wieso haben Sie denn das gemerkt? Freunde! Freunde, ich muss es euch ganz offen und ehrlich sagen, ihr wart heute Abend wirklich entzückend zu mir. Ich möchte jetzt... Wenn ich ein Glas hätte, hat jemand ein Glas für mich? Volles. Nein, Freunde, ich möchte jetzt das Glas erheben und ich möchte euch bitten, das Lokal auf mein Wohl zu leeren. Ich mache jetzt etwas, was Politiker auch hin und wieder mal tun sollten. Ich trete zurück, ich subtrahiere. Erwischt du was bis vorgestern? Au Repertoire, auf Wieder, bye bye und tschüss.